Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Hetman Software. Erfahren Sie, wie Sie Daten von einem zerstörten RAID eines nicht funktionierenden LAC5 Big Network 2 NAS wiederherstellen auf dem Firmware von Litenvision FDW SI installiert war. Das LAC5 Big Network 2 ist ein beliebtes NAS-Gerät mit RAID Aufbaufunktion, das sicheren und fehlertoleranten Speicher bietet. Wenn jedoch das NAS-Gerät ausfällt und nicht mehr in Betrieb ist, kann auf das RAID-Array nicht mehr zugegriffen werden und alle Daten auf den Festplatten sind verloren. In meinem Fall wird die Situation dadurch noch komplizierter, dass auf dem NAS eine Drittanbieter Firmware FWDWSL installiert war. In solchen Fällen ist es wichtig zu wissen, wie man Dateien von einem zerstörten RAID wiederherstellen kann. In diesem Video zeige ich Ihnen die Schritte zur Wiederherstellung von Daten von einem zerstörten RAID eines nicht funktionierenden LAC5 Big Network 2 NAS. Wir werden uns auch die Möglichkeit ansehen, eine Drittanbieter-Firmware zu verwenden, die erweiterte Funktionen für dieses NAS bereitstellen kann. Wie Sie wissen, bottet dieses NAS-Modell nicht, wenn Sie die Festplatten darin austauschen. Das Problem ist, dass das Betriebssystem auf der Festplatte installiert ist und das Gerät nach dem Aufwechseln der Festplatte nicht mehr starten kann. Die Wiederherstellung des nativen Betriebssystems, des LAC-NAS, ist auch keine einfache Aufgabe, da der Hersteller keine Software zur Wiederherstellung des Standardsystems zur Verfügung stellt. Deshalb zeige ich Ihnen im weiteren Verlauf des Videos, wie Sie Firmware von Drittanbietern installieren, RAID erstellen und das Netzwerkgerät konfigurieren. Und was zu tun ist, wenn Ihr NAS defekt ist und Sie die Daten von Ihren Laufwerken wiederherstellen müssen. Laden Sie zunächst die Firmware herunter, die Sie auf der offiziellen Website finden. Das NAS sollte zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet sein. Danach entpacken Sie das Archiv, öffnen den Ordner und starten die Konsole FWDWSL-Konsole. Um das Gerät nicht versehentlich zu beschädigen, gibt es ein Passwort 33305. In dem geöffneten Fenster klicken Sie auf die Schaltfläche Aktion und wählen Sie aus der Liste Install FWDWSL-Firmware. Zur Bestätigung OK. Ja. Dann wählen Sie die Dateien Kirk WOD 171. Okay. Als nächstes starten das letzte Download-Wartenfenster. Schalten Sie es ein und warten Sie, bis das System es im Netzwerk findet. Daraufhin sollten Sie sich über Telnet mit dem System verbinden. Geben Sie das Login Rot und das Passwort Gewalt 2 ein. Um das System zu installieren, führen Sie den folgenden Befehl aus: FWDWSL-Programms. Im installierten Fenster wählen Sie den ersten Punkt Install für die WSL-Firmware und Hard Disk. Okay. Wählen Sie dann Ihr Gerät auf der Liste aus. Okay. In dem Warnfenster, dass alle Daten verloren gehen, klicken Sie auf Ja. Als nächstes müssen Sie Ihre Festplattenpartitionierung auswählen. Wenn Ihre Festplatten größer als 2 TB sind, müssen Sie die GPT-Partitionstabelle auswählen. Das Installationsprogramm fragt dann, ob Ihr Laufwerk größer als 2 TB ist. Ich habe Nein gewählt, da mein Laufwerk kleiner ist. Dann beginnt er mit der Erstellung der Partitionstabelle. Seien Sie hier vorsichtig, wenn Ihre Festplatte größer als 2 TB ist, wählen Sie GDP. Wenn sie kleiner ist, ist es besser, Member zu verwenden. Sobald dies alles erledigt ist, beginnt das Programm mit dem Kopieren und Installieren der Firmware auf Ihre Festplatte. Dieser Vorgang nimmt einige Zeit in Anspruch.
Wenn er abgeschlossen ist, sollte das NAS mit dem Befehl Reboot F neu gestartet werden. Daraufhin wird ihm über der HCP eine neue IP-Adresse zugewiesen. Um diese zu ermitteln, können Sie die Router-Einstellungen aufrufen oder den Assistenten VWDS Assistant Exe verwenden. Die zweite Option funktioniert möglicherweise nicht. Nachdem Sie die IP-Adresse des Geräts erfahren haben, können Sie über den Browser auf das Gerät zugreifen, indem Sie die IP-Adresse in die Adressleiste eingeben. Das Standard-Login Admin NAS und das Passwort Admin. Sie kann jetzt konfiguriert werden. Wenn Sie eine frühe Firmware-Version installiert haben, wird empfohlen, diese zu aktualisieren, da sie möglicherweise einige Funktionen nicht unterstützt, einschließlich der RAID-Erstellung. Um zu aktualisieren, öffnen Sie den Abschnitt Firmware Update und klicken Sie auf Schaltfläche Firmware über VDWSL Server aktualisieren, neueste Version. Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, Error 200, Sie müssen die Aktualisierungsdatei von der Website her unterladen und sie manuell installieren. Zum Aktualisieren gehen Sie auf die Website und laden Sie die entsprechenden Patches und Aktualisierungsdateien herunter. Dort finden Sie auch ausführliche Anweisungen für die Aktualisierung der einzelnen Versionen. Die heruntergeladenen Dateien müssen auf das Gerät hochgeladen werden, also richten wir zunächst einen HTTP-Zugang ein. Fügen wir einen Benutzer hinzu. Dann müssen wir einen öffentlichen Ordner mit dem Namen VWD hinzufügen. Schalten Sie den FTP-Server ein. Verbinden Sie sich dann mit Hilfe des FTP-Clients mit dem Speicher. Und übertragen Sie die Aktualisierungsdateien in dem erstellten Ordner VWD. Dann gehen Sie zu Web Interface und öffnen den Abschnitt Firmware Update. Ich habe die Firmware-Version 18.1 installiert und um sie auf die Version 1.2 zu aktualisieren, muss ich den Patch hochladen. Öffnen Sie dazu die Registerkarte Upload Patch, klicken Sie auf die drei Punkte und wählen Sie die Patch-Datei aus. Dann geben Sie unter in der Zeile Kontrollcode und ZIP ein und klicken Sie auf Akzeptieren. Nach erfolgreicher Installation zeigt das System das folgende Fenster an. Als nächstes öffnen Sie wieder die Registerkarte Firmware. Klicken Sie hier auf die Schaltfläche Firmware über FWD SR Server aktualisieren. Letzte Version. Nachdem Sie den ersten Schritt abgeschlossen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Schritt 2 Starten und warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist. Nun müssen Sie das Gerät neu starten, klicken Sie auf die Schaltfläche Schritt 3 Starten. Auf diese Weise können Sie das Gerät auf die neueste Version aktualisieren. Nach dem Herunterladen können wir sehen, dass sich die Version geändert hat. Jetzt können Sie ein RAID-Array erstellen. Um ein RAID-Array zu erstellen, öffnen Sie den Abschnitt Disk Setup. Wie Sie sehen können, ist im Moment nur eine Festplatte aktiv. Wenn Sie auf die Schaltfläche RAID erstellen klicken, können die anderen Festplatten nicht hinzugefügt werden. Sie müssen zuerst initialisiert werden. Klicken Sie unten auf Festplatten initialisieren, markieren Sie, wählen Sie das Dateisystem und klicken Sie auf Akzeptieren. Okay und starten Sie Einrichtung.
Wenn sie fertig sind, müssen sie das NAS neu starten. Wie Sie sehen können, sind die Festplatten aktiv. Klicken Sie nun auf Make Erase Volume. Legen Sie den Datenträgernamen fest. Wählen Sie den Write Level, markieren Sie die Datenträger, aus denen er bestehen soll, und wählen Sie das Dateisystem. Klicken Sie dann auf Akzeptieren. Okay, und starten Sie die Einrichtungsaufgabe. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, sollten Sie den Speicher neu starten. Danach ist das Array einsatzbereit. Abschließend wollen wir uns ansehen, wie man Daten von einem RAID-Array wiederherstellen kann, wenn das NAS ausfällt. Wenn ein NAS ausfällt, wird das RAID unzugänglich und die gespeicherten Daten gehen verloren. Wenn Sie bei einem NAS-Ausfall oder anderen Hardware-Fallfunktion den Zugriff auf das Netzlaufwerk verlieren, benötigen Sie ein spezielles Programm, das Ihnen hilft, das Ressource RAID wiederherzustellen und wichtige Daten davon abzurufen. Hacking RAID Recovery unterstützt alle gängigen Dateisysteme und RAID-Typen, einschließlich der VWDS-Firmware, von Bittern zu Array-Erstellung. Diese Software hilft Ihnen, Ihre Dateien im Falle von versehentlichen Löschen, Formatieren, Hardware- und Softwarefehlern sowie NAS-Auswählen wiederherzustellen. Um den Wiederherzustellungsprozess zu starten, entfernen Sie das die Datenträger aus dem NAS und schließen Sie sie direkt an das Motherboard Ihres Windows-Computers an. Falls Ihre Hauptroutine nicht über genügend SATA-Anschlüsse oder Stromanschlüsse verfügt, verwenden Sie geeignete Adapter und Erweiterungen. Je nach RAID-Level können Sie auch ein oder zwei Laufwerke aus dem Array ausschließen, da zum Beispiel RAID 5 auch ohne ein Laufwerk funktionsfähig bleibt. Nachdem Sie die Laufwerke angeschlossen und die Software gestartet haben, beginnen Sie automatisch mit dem Scannen der Laufwerke und erstellt ein zerstörtes RAID aus Ihnen. Unten sehen Sie die Array-Parameter. Für detaillierte Informationen klicken Sie mit der Rechnungstaste auf das Array und öffnen Sie die Eingeschafften aus der Registerkarte. RAID sehen Sie detaillierte Informationen, einschließlich der Laufwerke, aus denen das RAID-Array bleibt. Um nach verlorenen Dateien zu suchen, klicken Sie mit der Rechnungstaste auf die gefundene Partition und dann auf Öffnen. Im nächsten Schritt müssen Sie die Art der Analyse auswählen, schnelle Suche oder vollständige Analyse. Im Falle eines Netzwerkspeicherausfalls, wenn das Programm das RAID korrekt aufbaut, reicht ein schneller Scan aus. Wenn das Programm die erforderlichen Dateien nicht gefunden hat, führen Sie eine vollständige Analyse durch. Gehen Sie dazu zurück zum Hauptmenü des Programms, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datenträger und wählen Sie erneut Analysieren, vollständige Analyse. Geben Sie das Dateisystem des Datenträgers an, weiter. Öffnen Sie dann den Ordner, in dem die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten, gespeichert wurden. Das Programm speichert die gesamte Struktur und die Namen der Dateien, sodass es nicht schwierig ist, die benötigten Dateien zu finden, deren Inhalt im Vorschaufenster angezeigt werden kann. Hier können Sie sich Fotos, Dokumente und Videos ansehen. Die zuvor gelöschten Dateien sind mit einem roten Kreuz gekennzeichnet. Markieren Sie alles, was Sie wiederherstellen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen. Geben Sie einen Speicherort für die Daten ein, einen Datenträger oder einen Ordner und klicken Sie dann auf Wiederherstellen und fertig. Alle zuvor ausgewählten Dateien werden in den angegebenen Verzeichnis liegen. Das Programm bietet auch die Möglichkeit, ein Image des Laufwerks zu erstellen, Service, Save Drive und von diesem Image wiederherzustellen. Als Ergebnis hat das Programm das zerstörte RAID aus den Laufwerken zusammengesetzt und dabei geholfen, alle auf dem Laufwerk verbliebenen Dateien sowie die zuvor gelöschten Dateien wiederherzustellen. In manchen Situationen kann es vorkommen, dass die Software nicht in der Lage ist, ein RAID in automatischem Modus zu erstellen. Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass Serviceinformationen auf den Datenträger gelöscht wurden, sodass das Programm die Parameter des zerstörten RAIDs nicht bestimmen kann.
In solchen Fällen hilft der RAID-Builder mit manueller Erstellungsfunktion. Der Konstruktor wird Ihnen helfen, wenn der Anfang der Disk, wo alle Informationen mit den Erase-Parametern gespeichert wurden, gelöscht wurde. Wenn Sie die Parameter kennen, starten Sie den Konstruktor, wählen Sie die Option Manuelles Erstellen weiter. Geben Sie den Array-Typ, die Reihenfolge der Blöcke und deren Größe an. Fügen Sie die Scheiben hinzu, auf denen es besteht, und füllen Sie die fehlenden mit leeren Scheiben, indem Sie auf das Pluszeichen klicken. Möglicherweise müssen Sie auf den Offset angeben, an dem sich der Anfang des Laufwerks befindet. Und geben Sie die Reihenfolge der Laufwerke an. Nachdem Sie hier alle bekannten Parameter angegeben haben, sehen Sie Ihr RAID. Wenn die Parameter korrekt angegeben sind, erscheinen hier Ordner. Nachdem Sie die Parameter angegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche hinzufügen. Danach wird das RAID im Disk Manager erscheinen. Führen Sie nun die Analyse durch. Und suchen Sie nach Dateien und stellen Sie die notwendige wieder her. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wiederherstellung der Let's-Say-Funktionalität eine schwierige Aufgabe sein kann. Aber wenn man die vorgestellten Anweisungen befolgt, um den Zugriff auf die Dateien wiederherzustellen, ist es nicht schwer. Und vergessen Sie nicht die Datensicherung, sie wird Sie von solchen Situationen fernhalten. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren unter dem Video. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.